Guten Morgen, liebe Leute. So, Dienstagmorgen ist es. Ihr wisst Bescheid. Schule, Frühstück und mal sehen. Auf zur Schule mit Anouk. Der geht's heute gut, oder? Sehr schön. Und danach muss ich einzahlen fahren. Bisschen Geld aufs Konto schmeißen. Unsere Rechnung bezahlen können. Ja. Welche Rechnung? Miete, Strom. Ja. Und was passiert heute? So in der Schule? Vielleicht machen wir eine Kerzenstunde. Eine Kerzenstunde? Was heißt das? Was für ein Wetter! Das ist ja Wahnsinn! Jetzt müssen wir irgendwo zu einer Sparkasse. Mal gucken, wo ich eine finde. Moin Family! Hallo Tommy, schön, dass du da bist. Kam es genau im richtigen Moment. Hast du wahrscheinlich gesehen, oder? Ja. Warte hier bitte. Warte. Gibst du den Rucksack bitte? Katastrophe gerettet. Ja, wieso? Naja, weil der Weg war ja schon von dort schon grenzwertig. Und? Ja, ich hatte ja noch ein ganz schönes Stück Weg vor mir gehabt. Weißt du? Sie war halt so sauer, weil es nicht mehr geregnet hat. Und es war blöd, weil ich habe sie viel zu spät geweckt. Ja, liebe Leute. Da sind wir wieder, in der Küche, wie immer. Ach, ich brauche eine Milch. Ach so, sie braucht eine Milch. Guck mal bitte im Kühlschrank. Hab ich schon rausgenommen. Die hast du schon gekannt. Mann, Milch geht hier weg. Dabei sind Kühe doch erst seit 8000 Jahren domestiziert. Euterwichse. Auch genannt. Ja, liebe Leute, hast du angefangen. Ja, liebe Leute. In der Küche, wie jedes Mal? Das habe ich dir schon gesagt. Da beginnt der Tag eigentlich immer in der Küche, weil wir haben keinen anderen Raum hier. Wir wohnen, wie gesagt, zu fünft in zwei Zimmern. Eigentlich haben wir ja drei Zimmer, aber leider ist das nicht an unsere Wohnung angekoppelt. Also das wäre ideal. Ja, das ist echt schlecht. Jetzt gucken wir mal, was bei YouTube so passiert ist, was bei eBay so passiert ist. Wahrscheinlich gar nicht. Bei eBay ist seit einer Woche schon nicht mehr passiert. So, liebe Leute, heute wieder ein fauler Tag, der zu Ende geht. Den ich einfach hinten vorne wegklatsche zu dem morgigen Vlog. Heute ist nicht passiert, deswegen waren wir nur zu Hause. Es hat sich noch ein bisschen ausgeruht und ja, das war's. Also wir haben wirklich heute mal überhaupt gar nichts gemacht. Total gegammelt. Also, nichts. Gar nichts. Wir waren nicht einkaufen, wir waren nichts, gar nichts haben wir gemacht. Wir haben einfach nur im Bett gelegen die ganze Zeit und gegammelt. Alles hat sich schön ausgeruht und jetzt müssen wir mal sehen, ob wir nachts überhaupt schlafen können, weil so viel Schlaf, den wir jetzt hatten. Ja, schön, dass ich mir das erlauben kann jetzt zu der Zeit.
ehrlich gesagt. Das finde ich toll. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann im Anschluss mit etwas mehr Aktivität. Guten Morgen. Werden wir mal Anouk dazu bewegen? Ja, mein Kuchen ist übrigens ganz schön abgenommen. Ach, da bleibt mir gleich die Frage. Na, wie ist denn euer Kuchen geworden? Habt ihr den schon nachgebacken? Ah, mein Kuchen hat ganz schön abgenommen. Da, komm noch was da. Ich gebe zu, ich habe viel davon gegessen, tatsächlich diesmal. Aber auch meine Familie. Ich bin tot. Ich bin einfach tot. Sie ist der Tod. Ich gehe mal zu Anouk. Nur setz dich mal hin. Meine Frau hat Mayonnaise gekauft. Welch Drama. Ich weiß ja nicht warum. Ich meine, ist ja nicht schlimm. Haben wir Mayonnaise? Machst du Mayonnaise? Ja. Probier's doch mal. Vielleicht ist es ganz lecker. Ohrfeigen. Ich dachte auch. Ich kann dir dabei helfen beim Ohrfeigen. Ich dachte auch, man muss einen kleinen Tee, was Nettes, weißt du? Ja, na dann mach das doch. Ja, da habe ich auch keinen Senf gekauft. Ich gehe ja Senf holen. Die fällt jetzt nicht ins Wasser. Da kannst du jetzt nicht rausreden. Vielleicht machst du mal was Nettes. Ja. Alice macht jetzt was Nettes. Ein Tee. Oh, die Kohlsenf. Jo, den Senf habe ich besorgt. Jetzt geht's nach Hause und dann gucken wir mal, was Marlies schon. Die ist wahrscheinlich schon fertig. Ich sag ja so lange, ich quatsch mit Wolfgang. Asterix und Obelix, ich habe so ein Editionsspiel mit Zinnfiguren. Kennst du die? Kennst du die? Na, ich glaube, ich hatte sie auch schon mal, aber. Das so, ist ja eine Ecke liegt drin. Vorsicht, ja. Da ist er. Ich hab schon. Die sind nur so raufgesetzt, weißt du. War alles drin, original. Ja. Keine Ahnung. Was wird es denn geben? Ansonsten bringe ich das, biete ich jemand anders. Der kommt direkt damit. 80. Für die Beinringe? Ja. Okay. Aber konntest du erkennen, ja, mit 80 kann man. Ja, steht da drin. In dem anderen ist so wie nicht. Ganz eine da sieht man, dass da was war. Ja. Die zwei Goldringe habe ich gekauft, auf alle Fälle. Guck mal hier. Papa hat gekauft. Zwei Ringe. Echte Goldringe. Mal, wie schön die aussehen. Danke. Sieht gut aus, ne? Dada. Was sagst du dazu? Außer Gaga? Was sagst du dazu? Gaggi Guga Papa. Ach, Scheiße. Gaggi Guga Papa. Nicht sehr produktiv. Ey, warte, was ist heiß? Verbrenn dich jetzt hier nicht. Tommy? Ja, willst du keine Eier? Willst du nicht. Nee? Nein. Das geht nicht. Jetzt schätzt mal, wie viel Gramm das sind hier? Die sind schwer eigentlich, oder? Sind die nicht so leicht? 20? Oh, Lumi, das ist doch kein Spielzeug. Ja, Gaga, genau. Gucken wir mal. Scheißhaufen. Papa? Mama, guck mal. Meine Frau sieht aus wie ein Scheißhaufen, Achtung. Da kommt der Scheißhaufen. Laut eigener Aussage, wohlgemerkt. Guck mal, Papa. Guck mal, mein Mast. So, Tommy, kommst du? Und so machen. Ich weiß noch nicht, bringt mir ja effektiv nichts. Nee, effektiv ist das auch völliger Blödsinn, aber... Muss ja effektiv sein in deiner Aussage. Ja, danach. Ja, das ist ja sonst Quatsch, wa? Oh. Sind ja nicht, wenn man einfach so zusammen Zeit verbringt. Als Familie. Wieder mal im Wartebereich. Marlies mit dem Smartphone. Hat einer dazu geschrieben, hast du schon gelesen? Also, das heißt schon ein paar Tage her.
Ich find's lustig. Toll. Und wer sofort jedes Mal rum tackerst an dem Ding. Was soll ich denn hier jetzt machen? Oh, naja, ich bin mitgekommen. Ja, das finde ich ja auch schön. Ach, guck mal. Klapp. 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 Tina, ja, du bist schuld. Du bist schuld an allem. Das kann man nicht sagen. Ich bin nutzlos. Scheiße, mal furchtbar so ein Telefon. Tina, unser Telefon-Junkie. Und Marlies der Telefon-Junkie. Die passen ja bei dir gut zusammen. Doch, Tina. Nutzlos. So, wir sind vom Logopäden jetzt raus. Jetzt muss ich los. Und Skadi abholen. Auch nur geschickt. Hin und her und hin und her. Na gut. Bis gleich. Die hat's gut, die sitzt da drin mit Schirmchen drüber und wird die fahren. Halt fest den Schirm, halt fest. Ups. Papi, Papi, Papi. Ja? Papi auf, Papa. Jetzt fahren wir nach Hause erstmal. Schon. Sehr gut. Was waren das für Einsen, die du gekriegt hast? Bei Mathe, zweimal die Eins. Bei der Sauberei. Also eine Zwei. Was? Also eine Zwei. Nein. Zweimal Eins, mal Zwei. Nein, guck mal, bei meiner meine Note Eins, meine saubere Arbeit Eins. Eins, zwei. Drei, vier. Sehr gut gemacht, gib mir einen Kuss. Aber du musst die doch zeigen. Die wollen wir sehen. Und wir müssen die auch unterschreiben. Was denn? Die Einsen. Ach so. Ja, müssen wir sehen. Aber wo ist erstmal? Nicht, dass du uns bescheißen willst hier. Ey, Papp, will ich doch nicht. Die raubt uns aus hier. Und am Ende vom Schuljahr so alle Sechsen. Bist du noch eigentlich zu... Marlies, ich bin jetzt hier. Mann, bist du hier, ja? Herzlichen Glückwunsch, ich bin hier. Darf ich dann kurz losfahren? Wieso musst du denn jetzt noch was machen? Warum sagst du denn nicht gleich? Was ist denn das für ein Quatsch jedes Mal? Nuki zählt ihre Reichtümer. Weiß nicht. Gehst du shoppen? Heimlich? Nein. Ja, man, doch, manchmal geht sie zum Spielkauf. Hast du schon Chips letztens geholt? Ja, aber ich habe ja Papa gefragt. Ja, aber da hast du das Geld ja ausgegeben, ne? Nein. Hast du mein Geld genommen? Ach so. Papa? Ich ihr Geld genommen. So, die will jetzt noch mehr Schokopullen. So, pass auf, bevor es runterfällt, muss man da interagieren. Ich bin in der Küche. Nein. Du. Papa, oh Mann, nein. Alle! Alle! Aber darum geht es ja auch gar nicht. Ich will nämlich nur die Ringe fotografieren. Ich brauche einen geeigneten Untergrund, um diese Ringe zu fotografieren. Papi, alle die! Ne, also mit Papa mache ich mal, ja? Na gut. Aladdin. Aladdin und die Füße. Okay, liebe Leute, ich brauche eine Waage. Also ich gehe jetzt mal kurz rüber, hole meine Goldwaage und komme wieder her. Ohne Gewicht weiß ich natürlich auch gar nicht, was ich verdient habe. Ich habe nämlich heute die zwei Ringe hier gekauft. Ich glaube, ich wurde schon mal gezeigt. Gelbgold
Und Weißgold hier oben drauf, ne? Also so Weißgold, Gelbgold, so Bicolor, immer abwechselnd gestaltet. Und ja, die fand ich recht schön. Der eine ein bisschen breiter als der andere. Sind beide ziemlich schwer, so 18 Karat ist einer noch gestempelt, der andere, da sieht man es nicht mehr. Also das ist so weggetragen. Was jetzt trotzdem nicht zweifeln lässt, dass es auch 18 Karat ist. Genau, die Waage ist nicht drin. Ich krieg die Krise, Alter. Ich hab die ausgepackt. Die liegt daneben. Oh, die Packung ist hier drin, die Waage nicht. Ich fass es nicht. Naja, verlassen wir uns doch auf unsere manuelle Waage. Und 4 Gramm. Machen zusammen 9 Gramm. Na, da geht doch nochmal rüber und hol die digitale. Man muss das mal vergleichen. Das stimmt. Guten Tag, da ist er wieder. Und jetzt muss ich feststellen, dass die Batterie leer ist. Mal gucken, ob es für einmal noch reicht. 9,3 Gramm. 9,3 Gramm. Fantastisch, es funktioniert. 35,24. Also das 1 Gramm Gold ist gleich 35,24 Euro. Die 24 Cent nehmen wir mit, natürlich. Das kann viel ausmachen. 9,3 mal. Mal 35,24 mal Feingehalt, also mal 0,75. 750 Gold. Bezahlt habe ich 80 Euro. Der aktuelle Wert dieses Materials, nur des Materials, wären 245,80 Euro. Also, das ist gut. Das muss ich nur den Stempel fotografieren und dann ist es top. Und dann wissen wir wieder, dass sich das gelohnt hat, in Gold zu investieren. Mir persönlich ist das ja gleich, ja. Also ich habe da nicht so viel davon. Das ist jetzt kein besonderes Schmuckstück oder so, das ist das Problem, was ich habe damit. Mann, ich hätte es natürlich auch lieber, würde jetzt Perger drin stehen oder so, dann könnte man einen ganz anderen Preis nehmen dafür. Ach, ich sortiere ein bisschen Papier durch, mal gucken, was ich hier finde. Ist jetzt allerdings nichts. Tja, das ist ganz interessant. Das Heilkräuterbuch, das behalten wir mal. So, haben wir? Aber ist eher langweilig. Ich hab Bock drauf. So, der praktische Ratgeber immer für Berufsgärtner, Gartendiebhaber und Siedler. Doch, da mal interessantes Wissen, ne? Das muss man ja nicht weggeben. Na gut, ich habe die Ringe eingestellt. Jetzt, ja, weiß ich gar nicht. 18.41 Uhr ist Feierabend, wa? Also ich würde mal jetzt mal sagen, dass das alle Zeug mit wieder rüberkommt. Ja, wo sind denn eigentlich diese guten Sachen? Wir sind ja gar nicht mehr da. Die ganzen guten Kalender und alles. Ja, gucken wir mal. Ich mache jetzt Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, euer Tommy.